Ich begrüße euch zu einer Folge Banjo-Kazooie. Heute betreten wir die vierte Welt bei Little Swamp. Im letzten Part haben wir schon den Move dieser Welt erlernt, nämlich die Gummistiefel, weil wir damit auf der Oberwelt etwas machen wollten. Nochmal zur Erinnerung, der Move ist, es gibt nur einen hier hinten. Dort ist der Move. Gut. Und dann kommen wir jetzt in diesem Part richtig in der Welt beginnen. Yeah. Erstmal ist hier ein Krokodil, wie ihr seht, aus Gold wahrscheinlich. Und das ist Hunger, deswegen müssen wir es mit Ei füttern. Lecker, Croctus mag das. Ich will auch ein leckeres Ei. Ja, und jetzt müssen wir die halt füttern, diese ganzen Krokodile. Keine besonders schwierige Aufgabe. Außer die halt zu finden, aber ja, das erklärt sich von selbst eigentlich. Ja. Gut, hier haben wir einmal einen Mumbo-Schädel. Den 19. Mies scheint. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es in der Welt gibt. Ich tippe mal auf 10 wahrscheinlich. 10 wahrscheinlich. So, hätten wir auch hier erst einen Jinjo, den gelben. Wieso auch immer der letzte ist, da hinten. Macht zwar keinen Sinn, aber was soll's. Ja. Ich. Ja, mag die Welt jetzt nicht so sehr. Ist eine ganz nette Welt, aber. Ich mag sie irgendwie nicht so sehr. Die Musik ist irgendwie ein bisschen nervtötend. Ich weiß nicht, ich mag die Musik, aber nach einer Zeit geht es mir auf die Nerven. Und die Welt allgemein ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht. Wir sind Puzzle-Schalter der letzten Puzzle-Teil spawnen. Das müssen wir uns halt in einer bestimmten Zeit holen. Also hier ist dieser Bereich, der ist ziemlich verwirrend, weil es halt in drei Richtungen geht. Und ja, das ist ein bisschen verwirrend. Weil ich da oft nicht weiß, wo ich jetzt genau bin und wo ich jetzt hin muss. Und ja, das ist ein bisschen seltsam. Aber schlecht ist die Welt nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die schlechteste im Spiel ist. Könnte ich auch gar nicht sagen, welche jetzt die schlechteste, also in Anführungszeichen, im Spiel ist, weil ich mag jede Welt im Spiel. Aber ja. Gut. Hier gibt es den Jinjo abzuholen, den grünen. Den Clown holt man eigentlich immer als letztes, glaube ich. So ziemlich. Zumindest hole ich den meisten als letztes, glaube ich. Ja, doch. So, hier haben wir noch ein Mumbo-Schädel. Weil ich ja meistens vergesse den Clown. Jinjo irgendwie. Abzuholen. So. Mir noch eine Croctus. Das ist wieder ein anderer Croctus. Und ja. Oh Gott, das war doof. Ja. Gut. Im Sumpf war es in der Piranha. Das haben wir im letzten Part schon rausgefunden. Ah, ein haariger Eindringling. Unser Gold. Er wird uns nie besiegen. Wack. So, die besiegt man eigentlich mit der Verwandlung dieser Welt oder mit goldenen Federn. Aber ich bin jetzt mal so cool und probiere es ohne das. Einer wäre tot, der andere noch nicht. Jetzt auch. Die brauchen halt ohne die Verwandlung oder goldene Federn scheinbar zwei Treffer. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich so cool und schaff's ohne. Ah, komm. Das war seltsam. Ja, yeah, besiegt. Ah, ihr seid zu stark. Für uns. Flippets, nehmt unser Gold. Quack. Ja, und die roten Frösche, die sind nicht die Flippets, sondern. Egal, vergessen. Die haben auch einen Namen. Die sind quasi die schwächeren Frösche. So. Bevor wir jetzt hier vollkommen durcheinander kommen, möchte ich erstmal hier hoch und die eine Note abholen, die wir da vergessen haben. Weil wir runtergefallen sind. Oh Gott, schon wieder. Gib mal hier das Zeug her. Ja. Och man, ernsthaft jetzt. So, gut. Die will ich auch noch. Gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und ja. Holen das Puzzleteil von hier in der Nähe ab.
Ich glaube, irgendwas mit R heißen die. Ich habe es auch vergessen. Ich weiß nicht mehr. Und von denen lasse ich mich hier haushoch treffen. Aber von den anderen, das war dumm. Wieder nicht. Die anderen besiege ich voll leicht und die... Ja, egal. So. Der dritte wäre es jetzt. Gut, hier ist ein riesiges Ei. Wo oben ein Kreuz drauf ist. Was müssen wir wohl hier machen? Ich weiß es nicht. Ja, das extra Leben ist egal. Das kann man nur holen, wenn man... ganz oben auf dem Ei steht. Was können wir hier machen? Ich weiß immer noch nicht, obwohl ich die ganze Zeit mache. Und... Uff. Und ein Puzzleteil. Das dritte. Gut. Egal. So, komm hier hoch. Euch brauche ich, liebe Gummistiefel. Euch brauche ich. Springt bitte da raus, dankeschön. Wenn man dann dagegen läuft und springen will, geht das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das ist voll seltsam. Zumindest ging es gerade nicht. So, komm, nimm hier. Toll. Wie eine Sequenz. Da war ich lieber. Kann man vielleicht noch. Habe ich nie ausprobiert, mit der Sprungplatte hochkommen. Nö, tatsächlich nicht. Nur wenn man auf ein Ei drauf steht. Gut zu wissen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt irgendwie in einer Reihenfolge hier lang. Von da kommen wir. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber zu diesem Bereich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier straight geradeaus. Wobei, das wäre besser. Nee. Jetzt. So, wir könnten theoretisch schon darunter ins Wasser mit Gummistiefel. Aber ich sag mal so viel, man kommt nicht unter diese Säulen drunter, wenn man die Verwandlung dieser Welt nicht hat. Man kann es ja versuchen mit Gummistiefeln, aber das wird nicht klappen. Deswegen braucht man die Verwandlung dieser Welt. So ist Hexenschall drunter. Noten. Und was passiert? Bam. Wir sprengen konnte das Kopf oder Hut. Wäre ja doch bloß von der echten Kunze da. Das ist ja noch viel schöner. Ups, das war dumm. Das war jetzt die falsche Seite. Ja, Dummheit. Sage ich dazu nur, Dummheit. Jetzt wäre ich auch fast ins Wasser reingeflogen. Ja, die Musik hat irgendwas, aber irgendwie geht sie nach einer Zeit auf die Nerven, ich weiß nicht. Oh Gott! Was war das jetzt? Verschwende halt noch mehr Zeit. Aber sie regt schon so mit zum Anbieter der Musik dieser Welt. Dieses Spiels meine ich. Grant Kirkhope ist einfach super. Aber ich glaube, ich mag David Wise sogar mehr. Ja, an den kommt anders dran. Ich wollte jetzt noch rüber zu dem Koktus hier. Schon mal. Und er spawnt dort. Boom. Ja, holen wir erstmal die Homo-Schädel. Sogar getroffen, cool. Müsste der vierte sein. So, was könnte es hier wohl geben? Ein Puzzleteil. Das vierte, wenn es mich nicht täuscht. Ja. So, dann springen wir todesmütig runter. Ich wollte eigentlich noch einen Vaterflug machen, aber hat nicht mehr geklappt. War da drüben Eier? Ja. Und ich glaube, da hinten noch Noten. Ja, wie gesagt, hol mal erstmal Verwandlung. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Kroktus. Der müsste hier sein, auf der Seite. Ein riesiges Krokodil. Okay.
Interessant. Wie es uns anstarrt. Ich piech's ins Auge. Oh Gott. Ja. Na komm. So. Der spawnt jetzt dort, wo wir jetzt hinwollen. Deswegen war es schlauer, weil hier sollte man eigentlich erst zum Ende dieser Welt hin. So mache ich es auch eigentlich immer. Aber es ist halt schlauer, erstmal den Croctus zu holen und dann zu dieser riesigen Schildkröte gehen. Ja. Gut. Und deswegen hole ich auch immer den blauen Dinjo zuletzt. Weil ich halt auch immer ins letzte hingehe. Aber jetzt habe ich diese Welt schlauer gelöst. So, dann gehen wir rüber zu diesem riesigen Krokodil. Was scheinbar nicht mal echt ist, sondern einfach nur ein riesiger Kopf ist. Ein Loch, ein Nasenloch. Ob das was zu bedeuten hat? Däm, däm, däm! Ja. Jetzt kommt eine der nervigsten Aufgaben im ganzen Spiel. Aua, meine Füße sind schon ganz taub. Oh. Ja. Wie helfen wir dir? So. Oh, das ist schon etwas besser. Hört ihr das kranke Geräusch? Es ist so richtig krank, aber irgendwie richtig cool. Ich weiß nicht. Ich mag das Geräusch irgendwie. Es ist so krank, Alter. Was hat Fern dabei geraucht, als sie es gemacht haben? Gibt es hier hinten keine Noten mehr? Oh. Dann hätte ich den Jinju auch mit etwas mehr Vorsicht holen können. Naja, was soll's. Gehen wir schnell hoch. Ah! Stirb, Sparky. Spiral Battle. Das ist, glaube ich, der vorletzte, oder? Das ist schon der letzte. Okay, schon der letzte. Cool. Und dann bekommen wir das fünfte Jiggy dieser Welt. Oder Puzzleteil. Dip. 5. So. Rüber da und ich will mir noch hinten diese Honigfarbe holen. Honigwellen. So. Und der letzte Fuß. Tank Top geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Ja, das ist schon ein bisschen hilfreich für uns, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, und wie ihr seht, können wir auch in seinen Mund rein. Finde ich ein bisschen krank, aber wenn das Spiel das so meint, dann ist es so. Und hier ist erstmal Noten. Hier ist erstmal Noten. Genau. Das war ein korrekter deutscher Satz. Und wie ihr seht, viele kleine Schildkröten. Und jetzt treffen wir einen Charakter wieder, den wir schon aus einem anderen Spiel kennen. Und zwar Tip-Top aus Silicon Racing. Ruhe bitte! Der harmose Tip-Top-Chor wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. Hellblau, lila, helllila. Ja, okay. Recht kurz, oder? Abwarten. Spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Was war es jetzt? Hellblau, lila, helllila, oder? Hellblau, lila, helllila. Genau. Nicht schlecht. Versucht euch eine zweite Lektion. Gelb, helllila, rot, hellblau, gelb. Oh Gott. Gelb, oder?
hell-lila. Das war hier hinten. Rot. Oh, eins war beim Klaus war's. Ich glaube hellblau. Yes! Und gelb. Ja! Oh Gott, ich hasse diese Aufgabe. Ihr seid Musikgenies. Es folgt die letzte Lektion. Lila, rot, lila, hellblau, gelb, blau, lila. Oh shit. Ich habe schon vergessen, wo du mit anfing. Hell lila, oder? Nee. Nein, so geht das nicht. Versucht es noch einmal. Oder bittet mich um eine neue Unterweisung. Dann war's. Lila, stimmt's. Lila, rot, stimmt's? Ja. Lila. Blau oder hellblau? Oder war's doch gelb? Raten. Ja! Oh Gott, das weiß ich. Das war definitiv gelb. Blau? Nee. War doch. Ja! Oh Gott, das war's. Oh mein Gott. Wunderbar. Eine wahre Meisterleistung habt ihr ja vollbracht. Nehmen wir das einzigartige Schmuckstück. Oh, danke, Tipptopp. Dich werden wir nochmal wieder treffen in Diddy Kong Racing. Yes! Oh, was eine nervige Aufgabe. Tut mir leid, aber das waren alle Stücke, die wir auf Lager haben. Ja, ich wollte sowieso nur das hier. Und das hier. Das war jetzt der sechste, oder? Nee, fünfte. Doch, fünfte. Ja, ich weiß aber, dass es definitiv noch drei gibt. Das heißt, es gibt ja doch 10. Ja. Bin ich mir sicher. Okay, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, Verwandlung, oder? Ja, es macht schon Sinn. Mehr haben wir, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ja, auf zur Verwandlung. Ja, macht Sinn. Aber am nächsten Part bis dann. Ciao, euer Nintendo-Player. Tschüss!